So, es geht schon weiter mit Part 3. Ja, wir haben oben die Soldaten zusammenfassen, während wir welche bauen. Ja, und die paar Leute in meinem Reich, die Liberalen, die machen mir Stress. Ach, tunesische Nationalisten, da kann ich noch nicht unterdrücken. Ich habe nur 6 Punkte. Ich könnte Tunis entlassen. Das wird mein Prestige senken, aber dafür auch meine Infamie. Ich hab's nicht so mit der Marine, also ich hab im 19. Jahrhundert immer noch diese Segelschiffe, das ist einfach unglaublich, wie ich damit umgehe. Ich schicke die mal zurück zu unserer Marine. Ja, Frankreich sind jetzt mein neuer Nachbar. Wenn die mich angreifen, sieht's ganz schlecht aus. Ja, runter natürlich, Sizilien beschützen. Etablierung einer Strafkolonie. Ich erhöhe mal ein bisschen die Bildung. Hier, man kann... Man kann hier Sammelpunkte erstellen. Deswegen habe ich das jetzt als Sammelpunkt gemacht, damit die Truppen sich gut sammeln, wie der Name sagt. Und ja, ich bin noch weiter am Chillen. Eine Einflusssphäre mit Frankreich. So langsam muss ich auch groß gemacht werden. Ich überleg mir gerade, was ich hier alles als Kolonie mir aneignen soll. Ägypten wäre ein guter Anfang, wenn ich hier so jetzt besitzen würde. Ich habe schon den Kriegsgrund jetzt erstellt. Tja, ach, eine Marine müssen wir auch haben. Also ein paar Schiffe wären nicht schlecht. 2, 3, 4. 4 Transporter und ein paar Kriegsschiffe. Dünger produziere ich auch eigentlich ganz gut. Ach, die Fabrik geht jetzt ins Plus. Also ganz erfreulich. Das könnte man noch bauen. Hä, was? Was ist zum Teufel? Ich kann... Hä? Ich kann in Neapel keine Fabriken bauen? Thank you.
Komisch, egal. Ich schaue mir mal an, was ich noch gut produziere wolle, aber damit kann man nichts anfangen. Und was ist da noch so? Früchte, Fische und Getreide. Boah, Wein auf jeden Fall. Was könnte ich damit anfangen? Winzerei. Aber ich brauche dafür Glas. Bauen Möbelfabrik. Geil. Für 7000 kann ich eine Möbelfabrik bauen. Direkt investieren. Ich habe eh genug Geld. Wenn das nichts bringt, können wir die ja abreißen. Ja, was wollen die? Ja, egal, ich kümmere mich erstmal um Ägypten. Ah, stimmt, Ägypten hat ja... Oh nein. Die hatten doch hier voll viele Soldaten gehabt. Ja, deswegen baue ich auch hier die Flotte. Wie ihr seht, haben wir jetzt ziemlich viel Militär, die kann ich alle nach unten schicken. Und ja, ich denke, ich werde vielleicht oben landen und runter unten vorrücken, weil oben bin ich geschützt, erstmal vor deren Armee. Und ich kann die Sache ganz langsam angehen, bis die anderen Truppen auftauchen. Ja, Möbelfabrik. Also hier denke ich mal, mache ich was falsch. Ne, egal, scheiß auf die Fabrik. Ich kann jetzt, die bringt doch nichts. Was, nix, was wollen die? Kloppt oder? Sprengstofffabrik. Kostet die 20.000, habe ich genug. Ich baue mal das Holz. Ach du Scheiße, wie viel Holz man braucht, habe ich nicht. Was kann man noch bauen? Konservenfabrik? Nee, die würde was bringen. Jetzt mal ehrlich, die baue ich auch noch. Dann habe ich genug Fabriken hier, um die ganzen Arbeitslosen zu unterstützen mit neuer Arbeit. 9 Schiffe. Stört oder was mit dir? Gut, dass wir einen Transporter haben. Das brauchen wir gegen Ägypten. Wir können uns jetzt nicht so viel Zeit lassen. Ach was, nur 2 Brigaden? Da lasse ich mir gar keine Zeit, die haben ja nichts. Ägypten ist ja militärisch gesehen eine Nichts. 6 Einheiten. 2 reichen. 3, 4, 5, 6.
schnell beschiffen und ab nach Suhr. Die zusammenfassen und freut euch mal jetzt auf den Krieg gegen Ägypten. Verlangt Dumyat-Region mit Suez und so weiter. Modena, sehr wahrscheinlich, was ist da? Serbien vielleicht. Ich brauche die Partner. Alle in Dumyat abladen. Danach rücken wir vor bis Kairo. Erobern langsam unsere Gebiete. Vielleicht können wir später mehr verlangen. Aber ab diesem Strich werde ich nicht gehen, weil die Osmanen beanspruchen das Gebiet, das Ganze hier. Wenn ich jetzt Homs zum Beispiel besitzen würde, würden die Osmanen hier angreifen. Aber ich guck mal, vielleicht in Richtung Süden was. Weil ich denke, dort wird, ja, genau, da wird ja Baumwolle, Baumwolle wird dort produziert. Ich denke, das wäre ganz nützlich. Ja. Die Fayum-Region werde ich auch noch fordern, wenn der Krieg gut läuft. Dann besitze ich diesen Teil. Ja, das ist dann ganz gut für meine Wirtschaft. Schnell die Armee trennen und nach Suez. Weil die sterben hier irgendwie weg. Nein! Ah. Stopp, die greifen die an. Schnell unterstützen. So, jetzt habe ich die. So, nach den Truppen hat, glaube ich, Ägypten keine Soldaten mehr. So, erforscht. Als nächstes, Artillerie? Nee. Ich mach was mal für die Industrie. Boah, ach du Scheiße. Medizin vielleicht? Nee, ich denke, die Industrie mit den Fabriken, die hat erstmal Vorrang. Okay. Das können wir weitermachen. Ägypten kann jetzt nichts machen mit ihren 2000 Mann. Das sieht ganz gut aus. Die wollen mich nicht verarschen. Habt ihr immer noch nicht gelernt, dass ihr gegen mir nichts machen könnt? So, die haben jetzt keine Armee mehr. Sechs Infamie. Egal.
lieber rechtfertige ich nochmal den Krieg, weil dann bekomme ich weniger Infamie, als ich sonst bekommen würde, wenn ich einfach so jetzt von den Gebieten verlangen würde. Okay. Ich brauche nicht mehr lange, dann ist das ganze Gebiet schon besetzt. Wahlrechtsbewegung. Na super. Wollen die von mir? Egal, all nach all, auf nach Al-Arich. So, die nach Rasgari. Okay, dann noch die Gebiete halt besetzen. Guck mal, Sizilianisch tun es. Ihr müsst mal sehen, wie mein anderes Spielstand aussieht. Hier alles Sizilien. Ja. Dafür habe ich aber fast 200 Infamie.